Danke. Die nächste Frage, die ich reinnehme, ist dann hier die Frage, wie kann man eigentlich die Tehoga in ihrem Kampf unterstützen? Ich will die Frage gerne nämlich umdrehen, nicht was kann die Tehoga für mich tun, sondern einmal umdrehen, was kann ich für die Tehoga tun? Also erstmal herzlichen Dank für die Frage. Also ja, ich würde mir wünschen, dass wir einfach noch schlagkräftiger werden. Also wir haben in den Landesverbänden über 60.000 Mitglieder. Das ist kein schlechter Wert, aber ich denke, mit Blick auf die Vielzahl der Unternehmen, 220.000 steuerpflichtige Unternehmen, das ist natürlich von dem kleinsten Betrieb, Imbissbetrieb, kleinste Kneipe, alles dabei. Aber wäre es natürlich toll, wenn sich noch mehr Unternehmer in der Dehoga-Familie engagieren, mit ihren Mitgliedsbeiträgen auch unsere Arbeit unterstützen und was ganz, ganz wichtig ist, was jeder auch machen kann, seinen Bundestagsabgeordneten im Wahlkreis anschreiben mit den Problemstellungen, mit den Forderungen des Dehoga. Weshalb ist es wichtig, die Mehrwertsteuer hier reduziert zu lassen für Speisen, Getränke mit einzubeziehen? Oder auch zu anderen Themen, die Positionierungen. Also ja, kriegt man über unseren Newsletter. Auf unserer Webseite sind viele Informationen da. Im Zweifel sonst auch mal anrufen. Also wichtig ist, dass die Branche mit einer starken Stimme spricht. Gemeinsam sind wir stark.